Ich habe den Richtern und der Polizei alles erklärt. Meine einzige Pflicht war es, vor Gericht zu erscheinen, und ich kann Ihnen sagen, dass ich nie absichtlich gedopt habe. Das ist alles. Di Gregorio hat um Rat gebeten und ihm wurden homöopathische Behandlungsmöglichkeiten empfohlen, die er sich spritzen oder einnehmen könnte. Daher hatte er einige Behandlungen bekommen und Medikamente bei sich. Die Polizei entschied später, dass der Besitz dieser Mittel verdächtig sei. Wir wissen, dass es mehrere Treffen vor der Tour de France im Zeitraum von Ende Mai bis Ende Juni zwischen dem Radfahrer und einem Naturheilkundler gegeben hat, bei denen immer wieder Injektionen durchgeführt wurden. Wir gehen nicht, wie zunächst vermutet, von einer Bandenorganisation aus, sondern von einer individuellen Praxis. Kein anderer Fahrer dieses Teams und auch kein anderes Team war daran beteiligt.